aber auch die Playlist, wo du ab und zu von gestern drin hast, das ist schon. Ja, die Playlist, die erstellt ihr ja, ne? Ausrufezeichen Playlist. Hm. Dann könnt ihr hier bei Spotify zu der Playlist Lieder hinzufügen. Ja, wir haben. Gestern war ein kompletter Absturz. Also das war, ich weiß nicht, was mit Igelchen ist, aber ich glaube, die ist 120 Jahre alt. Wo fahre ich denn jetzt hin? Oh, wir haben gestern einfach mal geguckt, was für Playlisten es für so Asphalt-Cowboys, deutsche Altlieder das so gibt. Ne? Das sind Texte, die hätte ich echt nicht gedacht, dass es. Also, geil. Fanheimweh, weißt du, so nach dem Motto. Die Texte vor allem, also das. Herr Uff, ey. Da ist der Fanta. Jo, moin. Weißt du, wer vom Teufel spricht? Aua, es wird heiß hier. Fanta, verzieh dich mal. Ja, was ist denn jetzt los? Was bist du denn so zu ihm? Du hast schon vorhin schon so über ihn gelästert. Nein. Ich freue mich immer, wenn Fanta hier ist. Geiler Typ, Fanta. So ein Arsch, wie du gesagt hast, ist er gar nicht. Ach ja. Havel, noch ein Lieblingslied, was du hören willst. Ein Lieblingslied, was ich hören will. Ein Arschfick-Song, nein. Ich hätte da was. Fällt mir gerade so ein. Gibt's auch ein Video davon. Warte mal. Warte, ich hab ihn gleich. Sammy Deluxe, grüne Brille. Okay. Ich glaube, der heißt grüne Brille. Kurwa, wieso fährst du nicht? Dieser Spurhalteassistenten funktioniert auch nicht mehr. Ja. Na, so scheiß Drecker hier. So. Also, ich habe euch gesagt, ne, dass ich das dieses Skript drauf gemacht habe, dass man nicht mehr walzen muss, ne? Das heißt, ihr könnt eure Walzen verkaufen. Achso, okay. Weil ich halt einen echten Landwirt mal gefragt habe, wie das im realen Leben ist, sodass wirklich jede Scheißfrucht gewalzt werden muss. Und er meinte, macht keiner. Schläft perfekt. Ah, Samsomania, guck mal. Ah, das ist grüne Brille. Ah, hat er direkt umgesetzt, Alter, Mindmaker. Der DJ, Alter. Oh, das ist irgendeine komische Version. Unplugged, okay. Das sind noch die besten. Ach, oh, sag mal, was ist denn los? Warum kriege ich jetzt diesen Rasenmäher noch dran? War nicht. Scheiße. Ist gut, solange ich irgendwie daneben chille. Mit der grünen Brille. Das war krass. Sammy Deluxe damals mit Jan Miller, ja. Warte, ich mach ein bisschen leiser wieder. Sammy Deluxe damals bei uns, ey, wir haben gefeiert, wir sind ja so ein Vorort von Hannover gewesen und der hat Konzert und so weiter bei uns im Ort, also einfach, ne? Da war, wir hatten so ein größeres Stadion, wo so wirklich so, ich glaube, ich kann es nicht einschätzen, aber so wahrscheinlich 6.000, 7.000 Leute reingehen.
dann auch so voll gespart für die Karten, hatte ich die Karten und so. Und dann dieser blöde Wichser eines Veranstalters hat einfach das Geld eingesackt, ist abgehauen und Sammy kam nie. Es gab nie wieder das Geld zurück und alles. Yes. Nur Verbrecher bei mir da im Ort gewesen, Alter. Der andere Geld. Geldheini, der andere Zucker, wie heißt das? Ach, koppelt doch ab. Gleich wieder mein Frauchen wecken. Apropos, gibt es mal Neuigkeiten von Tim jetzt oder was? Inwiefern? Immer noch nichts. Der wollte nichts gewickelt haben. Auch das ist ja schön. Trocknen Pressen zu brennen bringt sie dann. Ah, okay. Ist auch Freue schön. mich auf April. Wieso, liebes Lars, lieber Lars? Was ist im April? Oh, im April habe ich. Meine Mutter wird 70, Alter. Und so, zu spielen zu größeren Ort. Okay, cool. Und mein Schwiegervater wird ja auch 70. Steht ja Meine einiges Tochter an. hat Kommunion, Alter. Ja, wir haben dieses Jahr viel. Es ist vor allem, ich glaube, Anfang April meine Mutter 70, Ende April meine Tochter Kommunion. Und direkt nach der Kommunion, einen Tag später, hat sich Schwiegervater gesagt, ja, wenn alle so oder so gerade da sind, wenn in Kommunion, feiert er seinen 70. An der Bäckerei vorbei und dann irgendwann links. Ich glaube, ich habe mich gleich wieder verfranst. Ah, ne. Hast du? Ist aber die Tankstelle ist ja. Muss ja auch vorher erstmal ziehen. Ah, ich verfahre mich immer. Immer komme ich bei Fanta auf der Farm raus, egal wie. Ja, die Farm ist ja auch so groß wie die Karte, Alter. Ey, Fanta natürlich noch für dich arbeiten, ja. Ich glaube, man muss mal über das Vertragliche reden. Hab IFA letztes Jahr schon persönlich kennengelernt. IFA sagt mir gar nichts. Das übertreibt nicht. Nein, alles gut. Ich mach doch nur Spaß. Darf man hier Namen nennen? Aber nur rückwärts. Da kannst du ihren Namen nennen. Nein, nein, alles gut. Ich bin da offen. Du kannst Werbung machen für dich. Kommt drauf an, wie viel du donatest, ne? IFAs, boah, sagt mir immer noch nichts. Achso, Bartho, hast du heute schon die 20 Euro donated? Dumm. Lassen Sie mich mal schwarz im Buch mal reingucken. Dann nehme ich's zurück. Fanda, kurze Frage. Darf ich deinen Stroh später noch aufsammeln? Also wenn ich schon bei Pavel angefangen habe. Ich habe ja so viel Zeit. Auf keinen. Okay, alles klar, okay. Was denn? Du kriegst auch von mir fairen Preis.
Nein, der braucht das doch für die Kühe. Schweine. Wenn er wieder zu lange spielt, braucht er auch was für zu Hause, wenn seine Frau ihn wieder rausschmeißt. Oh, Hotel Fanta. Kommen Sie auch erstmal im Watt wandern und dann im Stroh schlafen. Ich fahr schon wieder, jetzt wieder. Echo sagt, wir zurückgenommen. Was? So, zurückgenommen. Aber Musik basteln, kochen. Der gestern ihr Dreijähriges. Also, da, diese Namen, die du nennst, das sind Musiker, ja? Oder Bands? Weil, also wirklich noch nie gehört. Aber das sind wahrscheinlich so, weil du sagst, ihr Dreijähriges und noch nicht so bekannte Bands. Oder was? Sie ist Musikerin. Paul, du bekommst einen extra Platz in der Hölle. Ja, muss ich ja sonst, wie soll ich das Brot sonst backen? Direkt vom Ofen, Alter. Das Höllenbrot. Altgebacken Tradition der Hölle. Gibt's die auf Spotify? Lieber Lars, dann können wir das ja mal uns anhören, was du so gern von Musik hörst. Aber lästern. Ja. Mein Maker, hast du einen Bock? Ah, das ist schon IFA, was da läuft. Alter, mein Maker ist voll der DJ, Alter. Hauptberuflich? Ganz sehr stark. Pornostar. Nebenberuflich? DJ. Kann ich ja den Künstlerstatus ihm geben? Künstlerstatus? Was ist ein Künstlerstatus? Wenn du auf Rollenverwaltung gehst, hast du ja auch die VIPs die ganze Zeit. Was habe ich? Moderatorens. Wenn du auf Rollenverwaltung gehst, kannst du ja die VIPs Mods angeben und du kannst sogar auch jetzt Künstler angeben. Und jedes Mal, wenn du bei mir quasi in Raid kommt, hast du quasi schon den Künstlerstatus. Ist denn ein Künstler? Das ist was Neues, was Twitch eingeführt hat. Ich weiß, wenn der Pinsel in Farbe getunkt ist, dann will er auch malen, aber das kenne ich eigentlich Schatz, von wie sieht's woanders. aus, Pinsel? Ich werde eine Pause machen bei. Was? 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 Fanta? Nein! Nein, Fanta, du weißt, bei alten Menschen, wenn sie sich aufhören zu bewegen, dann rosten sie ein. Was? Ich werde so einen Höllenplatz kriegen. Nein, ist klar, ist okay. Was ist denn deine neue Leidenschaft? Ich glaube, er meint wegen dem GTA-Farmer. Doch, ich arbeite, ich kann nicht rosten. GTA Farmer? Ist auch sehr spannend. Oder? Also, hä? Wie? Also, jetzt gibt es echt eine Farm bei GTA jetzt? Ja, als Ist doch von Roleplay. mir, oder? Im Roleplay geht das. Wir hatten gestern auch das bei mir im Stream ein Thema gehabt. Das Rent Redemption da. Das ist ja. Wenn deine. Jetzt müsst ihr mich aufklären. Also GTA 5, ne? Dieses, Genau, was man genau, kennt. genau. San Andreas oder wie das heißt. Und Nein. da kannst du jetzt ein Farmer sein. Ja, da gibt es verschiedene Server. Da kannst du Roleplay quasi zocken. Ja. Guck dir doch Casual Damien. Kann ich dir mal empfehlen. Der ist, der macht das.
Also da kannst du auch Gangster sein oder verschiedene Drops, also musst dich halt bewerben. Ja, da kannst Eigentlich du so. Ja, da ja. kannst du Finanzberater sein, also wie halt ein Ja, richtiges Leben halt, ne? das weiß ich, aber es gibt das mit Farmer. Wo du dann einfach ein Farmer bist und Genau. fährst auch über Felder und also. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, doch, okay. Er sagt genau. Okay. Das. Also gibt's das jemanden, der das streamt? Oder Videos davon oder so? Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Weiß ich jetzt nicht, also mir fehlt. Da wurde ein Skript geschrieben. Da wurde extra. Oh. Ja, Fanta, dann mach mal ein Video. Noch nie gehört, das ist ja krass. Alter, was es alles gibt. Also das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gehabt, ey. Das würde mich mal gerne interessieren, ey. Ach nicht, kommt alles noch. Okay, ah. Oh. Dann können wir ja mal Zahnarzt. gespannt sein, ey. Fanta im GTA Farmer. Der Gangster auf dem Traktor. Der beste Stoff ever. Falco und Falco da mal. das, glaub schon gestreamt. Okay. Okay. LS. LSRP. Okay. Also Hirschfeld, ne? Hm. Mario oder was? Ja, beide Hirschfeld sind's. Achso. Falco wusste ich, ich kenne nur Mario. Ach so. LSRP. Ja, LSRP, nee, aber das ist ja nicht LSRP. Ja gut, das geht von Sag GTA. mal was anderes. LSRP kenne ich, das Ja, da gibt es ja einiges machen. Das machen ja auch hier, wie heißt denn dieser eine komische da? Komische nicht, aber. keine Ahnung, Axel Foley oder sowas. Der macht das ja ganz viel mit RP. so Komik. Wow, da ist mir schon wieder ein Ball in die Pfütze reingefallen. Na super. Hast wieder Geld bekommen, Pavel. Von Wieso ich? 100 Dollar. Aber da bestimmt bei, auf deiner Seite liegt. Da wo ich bin, aber beim Feld 53. Da ist doch hier dieser Fluss, das kleine Bächlein. So. Aber ist doch nichts auf Dauer, seit Rockstar RP-Server schließt, weil sie dagegen vorgehen. Okay. Also es hat sich ja gestern eigentlich anders angehört. Was ist denn das? Was ist denn Rockstar RP? Das sind die Entwickler, glaub. Ja, Rockstar ist ja der Entwickler. Ach so. Ja, von dem GTA, Digga. Von GTA, ja. Aber wo gegen, wer geht wo gegen vor? Also, hä? Rockstar geht gegen den RP vor. Ist die Vergangenheit. Okay, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. Normalerweise, weil das scheint ja in manchen Sachen wirklich gut zu laufen, vor allem in Corona-Zeiten. Ey, das ist das, Also, hä? Moment, also, Moment. Rockstar ist GTA 5. Richtig? Das sind, ich habe das ja auch, das Spiel. genau. Und da geht. Gegen Oder, sie nee, da geht. früher. Okay. Früher sind sie gegen Gegen, Roleplay gingen sie vorgegangen. gegen RP vor, weil. Gute Frage. Weil das war ja voll der Hype, als das alle noch da gemacht haben und so. Junge Markensachen und Autos, okay. Okay. Stimmt, weil die ja so viel modelliert haben, ne? Die ganzen AMGs, PNGs und so. Wenn jetzt Fendt und Klaas dazu kommt, dann hast du ein Problem, Alter. Oh Super. yeah. Super, toll. Danke. Danke, Fanta. Echt? Ey, nee. Anstatt mal kurz zu sagen, Achtung, ich komme. Nein, Absturz. Achtung. Danke. Pavel Ei, fand der ei. Crash. Clip der Woche. Geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Du kommst in die Hölle. Du kommst in die Hölle. Johnny und Deutsch sind doch schon drin.
Okay. Das wird spannend, Oh, ey. Alter. Das will ich auch machen. Das spiele ich auch, Alter. Ich mache einen eigenen Server. Ich mache einen Penis-Server. Fährst du Penisse? Alle sehen sie das so, so die Mannequins sehen dann auch so aus wie Penisse durch die Gegend fahren, ne? Ja. Hallo, ich bin der Penisfarmer. Was kann Das ich wäre mehr? auch geil. Jeder geht mit einer Erektion rum, so. Schon das. Moin bei dir, ja. Jetzt habe ich ein GPS aktiviert, deswegen. Eieiei. Dann wird es kein großer Server. Es sei denn, Holika macht mit dann. Der Server riesig. Oh, ich muss mir mal ein Sweatshirt anziehen. Das ist geil, Alter. So, ich bin echt der schlechteste Abfahrer, glaube ich, der Welt. Ach. Was überall was liegen. Hätte ich mal dein anderes Feld angucken sollen. Ich glaube, Feld 41 war das gewesen. Habe ich auch die in der Ecke liegen lassen. Super. Oh, ich muss mal meine Frau kurz anrufen. Ich bin wieder schuld. Nein. Morgen. Ich hoffe mal, sie ist wach. Ich hoffe mal, sie ist wach. Sie hat nicht abgehoben. Vielleicht ist sie gerade unter der Dusche. Saschas sind immer schon. Nee, das stimmt nicht. Manchmal auch bartelos. Auf jeden Fall. Schuld, Sascha. Sascha ist heute nicht da. Dann Bartolo. Ja, Manuel. Der weiß schon. Einmal eine Vorlage gebracht für ihn. Ja, dann nehme ich auf. Nur vom Feinsten. Ein Spruch nach dem anderen. Wer? Manu. Hat er wieder? Nee, Manu. Normalo. Okay. Ja, wenn wir jetzt zusammen ab und zu mal Ark zocken und ich beschreibe immer irgendwas mit Dings. Ja, das ist so, Alter. Schatze dich mal ein bisschen konzentrieren. Da kommt dann mit irgendwie so ein krasser Spruch daher, wo ich den kenne, ey, das ist gutes Fressen für eine Aufnahme. Das Tolle ist, ich habe ja jetzt nur noch, na gut, jetzt vor 2 Tagen oder vorgestern habe ich noch 1,25 GB Speicher gehabt, weil wir jetzt nochmal dieses Ark vor einer Woche runtergeladen haben und nochmal einen neuen Server ge oder neues Spiel angefangen haben. Ark ist ein Survival Game, wo du quasi Dino zähmen kannst und quasi. Das weiß ich sogar, weil das die Jungs gespielt haben. Das haben sie mir erzählt. Irgendwelche scheiß Dinosaurier musst du da töten. Ja, habe ich mir gedacht, oh, das wird auch mit dem Speicherplatz, das ist mir ernst, ne? So ein Spiel nach dem anderen erstmal rausgeholt, ne? Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch eine externe Festplatte bekomme, weil mit 1,5 GB, da kommt schon nicht mehr weit. Dann kam gestern noch ein ETS2, also der Euro Truck Simulator, mit 16 GB raus. Ja, Hogwarts Legacy noch dazu. Kein Speicher mehr für zur Verfügung, Speicher voll. Gibt's ja gar nicht. Was heißt hier? Scheiß die. So nicht. Hey, Rostock, was geht? Hammer. Ja, du weißt. Okay, ich darf nicht sagen, was ich denke. Halt diese komischen Tiere, die früher gelebt haben. Nicht sagen, was ich denke. Ich habe irgendwie die letzten paar Tage habe ich echt Permaban, also Twitch-Bann-Potenzial. Letztens auch eine Sekte erfunden, die gegen dreieckige Brötchen geht. Brötchen-Esser geht.
Das war ein bisschen grenzwertig, aber mich hat keiner gemeldet und ich bin noch da. Alles gut. Das ist manchmal echt schlimm, dass man so seinen schwarzen und dunklen Humor gar nicht so sehr ausleben kann, weil man dann, aber es das heißt Angst, aber man muss dann halt damit rechnen, gebannt zu werden. Nicht unbedingt, also wenn du es ab FSK 18 machst, dann geht das schon. Nee, das ist, einiges geht auch dann nicht. Aber schade, ja gut. Schwarzer und böser Humor. Das ist doch gerade das Beste, ey. So, ja, so tickt halt ja, die Welt. Ja, aber ich bin auch, ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal auch echt drüber. Ach, finde ich nicht. Ich weiß nicht, wovon du es da gibt. The Mooncake, dankeschön für dein Raid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was hast du gemacht? Und Hashtag Nachtschicht. Bist du. Verstehst du mich? Oder muss ich Monde sprechen? Monde? Monde. Monde, ich gibt's auch bestimmt eine geile Sprache. Oh. Also, falls du arken möchtest, ich hätte da was. Auch mal arken möchtest. Ark zocken. Küchencam. Da, Bruder. Der Küchencam, Abbe. Boah, nee, ich hab. Ich wehr mich gegen neue Spiele, weil ich dann einfach. Dann kommst nicht du so gar viel, nicht. Ich hab nicht so viel Zeit und dann komme ich gar nicht mehr voran. Gestern haben wir von Hungriger Hugo sowas irgendwie Witziges gesehen, was Monte gespielt hat. Das fand ich echt was witzig. Polizeisimulator. Ah, ja. Und da haben sie auch alle gesagt, soll ich mal spielen. Aber hey, nee. Tu es dann halt da. Ja. Also. Was? Tu es halt am liebsten halt dann. Aber das war der witzig. Hat Hätte halt, also der hat schon Potenzial, aber manchmal. Na toll, das habe ich 92%, mir fehlt noch ein bisschen. Oh. Baggerst du denn da, Alter? So. Das stimmt. Ich danke dir für den Raid. Also, an alle, die mich nicht kennen. Hallo, ich bin Pavel. Ich fühle mich heute als Frau. Der geile Bäcker. Oh Mann, ich habe leider keine Ahnung, sonst würde ich sagen, was meine Sexualität ist, aber ich weiß das nicht so genau. Alles, was lecker. Hauptberuflich bin ich Bäcker. Oh Mann, ich sollte aufhören. Geile Bäcker für geile Brötchen hier. Richtig. Das Beste vom besten Knutzebrötchen mit Kölner Weizenbrötchen. Geile Bäcker von Twitch, genau. Und falls ihr benutzte Bäcker-T-Shirts von mir kaufen wollt, Ausrufezeichen OF, einmal getragen und halt je nachdem, ihr könnt auch bis zu 5-mal getragene erwerben. Super Duft im Angebot. Pavel exklusiv. Aber ich bin jetzt eher still. Und auch, ne? Also ich ja. Da fällt mir aber gerade ein. Ich habe auch schon hier von der Bar über einen Online-Shop Penis-Baguette-Stangen verkauft. Und ich habe Videos bekommen von der Party, wo die gegessen worden sind. Das war mir echt unangenehm. Ich habe sie auch meiner Frau nicht gezeigt, sonst hätte sie mich verlassen wahrscheinlich. Ach, ich sag ja nur Sniper-Boss und sein Berliner. Ah. Ja, der arme Berliner, ey. Aber ich hab ihn auf meinen Anhänger drauf. Ich hab ihn drauf gemacht, ja. Was? Sniper-Boss oder den Berliner? Der Berliner. Ich hab gesagt. Jetzt? Ja, ich hab da doch schön drunter geschrieben. Für Leute halt, wohin. Wo die LKW halt immer drängen, der fahr vorsichtig. Sonst geht's dir wieder Berliner. Oha. Also doch Arschfixung jetzt. Alter, was, ey.
Ja, das, ich kann es trotzdem nicht im Stream zeigen. Das, das ist halt die Sache. Zeig doch mal. Zeig doch mal. Hast keine Eier? Du bist ein Mädchen, wa? Oh nein, jetzt war ich kann ja gerne mal einen Screenshot später schicken.